Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute habe ich ein spezielles Kinderoutdoor-Experiment für euch, das die Kinder absolut begeistern wird. Ideal für die Schule, für den Kindergarten oder auch für einen Kindergeburtstag. Baut doch mit den Kindern eine Rakete. Ja genau, und zwar ohne Feuer, ohne das Heiß wird relativ ungefährlich, nämlich nur mit Wasserkraft. Und ihr seht selber, wenn wir uns mal die Rakete jetzt im Detail anschauen, ich habe eigentlich hier nur Recycling-Sachen verwendet. Also als erstes schnippeln wir zwei gleich große PET-Flaschen auf und stecken die ineinander. Damit haben wir schon unseren Raketenkörper. So weit, so gut. Unten nehmen wir das Ganze ab und bauen dann hier später einen Korken rein, der hier wirklich abschließen muss. Dann hier zwei übrig gebliebene Holzleisten von der Baustelle, ebenso in der Dämmmaterial. Das klebe ich hier als Leitwerke ran, damit das Ganze selbst steht. Mehr braucht es nicht. Und mit unserer Kinder-Outdoor-Rakete haben wir ein Problem gelöst, das in vielen Bastelbüchern nicht gelöst worden ist. Das Problem des Auslösens des Starts. Ihr werdet es jetzt dann selber sehen. Das Problem ist, die haben hier immer unglaublich komplizierte Abzugseinrichtungen und Ventile. Das haben wir ganz anders und wirklich sehr, sehr einfach gelöst. Ganz einfach. Ihr nehmt den Korken hier, macht ein Loch durch und durch dieses Loch, ganz knapp, sollte dieses Nadelventil von der Ballpumpe passen. So, wir stecken das dann rein, füllen die Rakete mit Wasser und jetzt wird, im Gegensatz zu diesen komplizierten Raketen, der Druck den Korken hinten raushauen, der Wasser, der Luftdruck, und das Ding hebt ab. Also wir brauchen im Gegensatz zu anderen Modellen, die es überall so gibt, keine komplizierte Abzugseinrichtung, auch kein kompliziertes Ventil, sondern wirklich ganz einfach einen handelsüblichen Korken, und mehr brauchen wir nicht. So, jetzt würde ich sagen, genug geredet, kommen wir zum Schuss. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Start. Als erstes brauchen wir Treibstoff, das ist klar, ohne Treibstoff geht nichts im Raketenbusiness, das weiß auch Elon Musk oder Jeff Bezos. Aber wir füllen das Ganze umweltfreundlich mit Wasser. Ungefähr 2/3 Wasser geben wir hinein, damit unser Raketchen auch schön abhebt. So, das langt natürlich noch nicht, was wir jetzt rein haben. Hier habe ich noch was dabei. Es ist gut, wenn ihr einen Assistenten oder Assistentin dabei habt, dann geht das Ganze dann leichter. So, das dürfte jetzt reichen. Und wir machen klar zum Start, ihr Lieben. Als erstes den Korken drauf. Captain Kork. So, als nächstes kommt jetzt unsere Pumpe rein. Das Ganze steht. Und jetzt erzeugen wir hier drin ordentlich Druck. Meine Lieben, ihr seht selber, SpaceX und wie die ganzen Gusteln heißen, sollten hier auf sowas setzen. Das ist die Raumfahrt der Zukunft. Aus dem Haushalt lässt sich ja alles zusammenbasteln zu einer wirklich flugfähigen Hochleistungsrakete. Ja, meine lieben Kinderautorer, ihr könnt es auch mit den Kindern ausprobieren. Ein tolles, tolles Experiment. Damit könnt ihr die Kinder für die Physik begeistern. Weitere tolle Outdoor-Experimente findet ihr auf kinderoutdoor.de. Dieses Experiment natürlich nicht zu Hause in geschlossenen Räumen durchführen. Schaut wieder rein auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft gerne seinen YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Vielen Dank, servus, euer Olli.